Liebe Freunde, willkommen zurück zu unserer Tour nach Averon, wo nur noch 3% erkundet werden müssen, aber wir trotzdem noch 4 Missionen machen müssen. Obwohl wir zwar für zwei von denen ja auch die Möglichkeiten schon haben. Da müssen wir nur hin und her laufen. So, und zwar war das Dorf hier unten. Ah, das war das, was so weit weg war, ne? Ja. Aber so ist das nun mal. Chance auf Hinterhalt 95%. Ach, für uns. Ich wäre aber normal. Ja, keine Ahnung. Wir kämpfen direkt mal gegen die. Weil wir dann nach unten können. So. Roms. Kritische Verstärkung. Und dann zorniger Schlitzer. Können wir eigentlich auch direkt auf den hier machen, oder? Ja. Und tschüss. Und dann. Was ist dem Damage? Ah, den einen hat er betäubt, okay. Tschüss. Auf die Fresse. Und du machst auch, keine Ahnung. Und wieder voll live. Leichte Distanz von Level 8. 15 Schaden. Sorgt bei Treffer 4 Runden lang 3 Initiative von allen Zielen. Okay. Ja, das ist aber unsere besser. So. Bluten wir noch auf dem Weg zu dem Dorf. Ah, die irgendwelche Würmer. Piu, 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 piu. Oh, hat echt nur den einen betäubt, okay. Dann machen wir mal hier dreckiger Schlag auf dich, damit du auch nichts mehr triffst. Du kannst hier einen schneller Schlag. Ach, komm schon. Das lohnt sich eigentlich so gar nicht. Ja, egal. Ah, ist eh ausgewichen, okay. Dann nochmal. Okay. Donnerschlag. Der war verwirrt. Keine Ahnung, was der Kopfschuss. Piu! Auf ein Leben runter. Killst du den mal? Und dann killst du den. Rams. So muss das doch sein. Und die sind bald schon wieder, Level up. Oh, die ist auch gar nicht so schlecht. Was haben wir denn da? Das sind halt 5% weniger kritischer Schadensbonus, dafür 3% auf kritischen Treffer drauf. Ah. Und halt hier noch ein gezielter Schuss hinterher. Dafür weniger Durchstich, aber mehr erschüttern. Ich glaube, das bringt mehr öfter zu critten und dafür 5% weniger Schaden zu machen. Wenn 3% erstmal nicht viel ist. Ach, als ob uns jetzt noch einer angreift. Müssen wir erstmal hier das ganze Schiff clearen. Und dann hat echt nur den einen betäubt, okay. Breiten Angriff trifft 3 nach der. Okay, versuchen wir mal zu betäuben. Keinen betäubt, okay. Du hast aber noch einen Donnerschlag, kannst du nochmal probieren. Roms, okay. Ja, du kannst einfach hier 32 machen. So, du greifst beide an. Und du hast auch noch einen Donnerschlag. Nö. Aber dann machst du, killst du den einfach mit leichtem Overkill.
Und der stirbt sowieso. An Dot. Damage 13. Plünderwerkzeug. Plus 20% Ausweichen. Und 9% Schaden. Wow. Okay, das ist geil. Die ist einfach mal straight up so viel besser als dieses. Aber. Das ist unser Plünderer, ne? Der am meisten Damage macht. Da ist einfach straight up besser. Als das hier. Na gut, aber diese Schrottwellen sind schon nice. Oder Schrotwellen. Ne, Schrott. Es sind wirklich Schrottwellen. Das sind alles. Ja, wir machen das hier, weil die wollen. Die kritische Verstärkung ist gar nicht so schlecht. Oder hier, das ist. Die Rüstung ist gut. Machen wir mal gegen den hier. 20% ausreichen, das ist ja wohl mal mega fett. So, wie oft werden wir jetzt noch angegriffen unterwegs? Gar nicht, okay. So, was war das hier? Stromgenerator platzieren. So, und das ist hier. Das ist hier ein Stromgenerator. Jetzt haben wir da Energieanstieg. Okay, was war das andere? Den irgendwas vorbeibringen. Irgendwelche Kids oder sowas. Ah, das ist wieder viel zu viel Leben, was hier rumläuft. Wieder keiner betäubt. Der hat beide betäubt. Okay. Alle drei betäubt. So muss das sein. Keine Ahnung. Ah, läppsch. Haben wir noch einen diebischen Angriff? Haben wir. Okay. Oh, einer von denen kommt sogar wirklich dran. Macht aber einfach nur Angriffe blocken. Und 4 Rüstung. Hä? 4 Rüstung hilft dir aber nicht gegen den Kopfschuss. Ja, gerade versucht die Splitterbombe zu werfen, damit die einfach auf jeden Fall nochmal gestunt sind. Oder halt auch nicht. Der ist aber tot und dann musst du nochmal hier, keine Ahnung, provozieren einen Angriff. Ja, trotzdem Spott. Komm schon, Kinder. Aha. Da war es doch. Oh mein Gott, was ist denn hier schon wieder? 8% Ausweichen. Chance von 30% Gesundheitsschaden, 20% Blutenschaden für 2 Runden zu bewirken. Und schneller Schlag. Was haben wir hier für Energieklingenmod? Ein Ausweichen mehr. Chance von 31% bei Gesundheitsschaden, 29% Blutenschaden. Ja, die ist halt einfach besser. Die hat eine fast doppelte Chance, dafür aber etwas weniger Blutenschaden zu machen, aber trotzdem. Aber diese Abwehrhaltung ist halt, naja, so semi-geil. Was haben wir hier? 15 Schaden. Oh ja. 9% Ausweichen. Nee, die hier machen beide betäuben. Wollen wir nicht. Okay. Hier war nur runter. Ach, als ob. Du siehst einen Plünderer, der entsetzt davonläuft. Plötzlich erscheint ein schrecklich riesiger Wurm, wie aus dem Nichts, und verschlingt die arme Seele in einem Stück. Hungrig wendet er sich daraufhin in deine Richtung. Wir kriegen hier aber auch echt keine Pause, ne? Zerreißender Schlag. Du kannst schwerer Schlag machen. Oh, der hat sich nicht betäuben lassen. Okay. Finde gar nicht gut, dass er mehrere Attacks machen darf. Ähm.
Ciao. Nochmal. Okay. Und jetzt Donnerschlag. Und tschüss. Oh, das ist auf dem Werkzeug. 11% Schaden auf dem Waffenwerkzeug. Ist auf jeden Fall wahrscheinlich besser als das. 30 Waffen. Ah, das ist halt Waffen- und Plünderwerkzeug. Ah, das ist nicht besser. Da müssen wir, das mache ich nicht hier, das müssen wir einmal gucken, wie es da mit den Mods aussieht, weil die Mods passen ja auch immer nur in bestimmte Werkzeuge rein. Außer Hilfe. Na, du bist wohl ein Weltverbesserer. Genau, hier, das können wir dir geben. Und das haben wir auch gemacht. So. Zurück. So. Und jetzt können wir... Können nochmal fragen. Brauchst du Hilfe? Tut mir leid, ich habe nichts für dich. Irgendwas Interessantes gehört. Peitscherbefall kann eine echte Bedrohung darstellen. Das Leben dieser Mistkerle dreht sich nur um Zerstören, Fressen und Ausdehnen. Ohne Rücksicht auf andere Dinge. Ach ja, und der Geruch, der durch die Filter dringt, lässt einen fast ohnmächtig werden. Okay. Tja. Dann... Machen wir euch mal platt. Keine Ahnung, erstmal den da oben voll aus dem Leben scheppern. Du kannst mit einem breiten Angriff alle drei angreifen. Und du kannst mit einem Donnerschlag auch alle drei angreifen. So. Ist der eine tot, der andere betäubt. Dreckiger Schlag mal auf den. 53 Damage Effekt. So, dann können wir hier wieder mit AOE-Angriffen arbeiten und beide umlatzen. Okay, dafür brauchen wir nicht mehr. Wir können auch einfach einen schweren Schlag kassieren. Roms. Immer dieser Sound, ne? So. Den da oben. Klatschen wir mal zuerst. Diebischer Angriff. Ne, wir haben sogar schnellen Schlag noch. Auch auf den. Ist betäubt. Und dann können wir diebischer Angriff machen. Okay. Du hast doch einen Donnerschlag, okay. Roms. Sorry, lächerlich. Keine Ahnung, schieß mal. Und weg damit. Nochmal das Ganze. Dreckiger Schlag auf dich. Der ist einfach tot. Das war vielleicht ein bisschen auch Overkill. Mal kritische Verstärkung. Und dann machen wir das auf den. Haben leider keine AOE. Dann müssen wir einfach so vermöbeln. Jo. Dann kriegst du hier einfach den 35er ab. Roms. Und bist betäubt. Kopfschuss. Und magnetischer Wurf. Okay, so, Welle 4. Dich zuerst. Dann breiten Angriff auf alle. Dann Donnerschlag auf alle. Jo. Ah, das ist schon frech irgendwie, ich weiß nicht. Die Arme, ich fühle mich auch teilweise echt, echt nicht gut dabei. Wenn wir die so missbrauchen hier. Und dann aber sage ich mir aber auch wiederum so, ja. Ist halt so, ne? Kein breiten Angriff, aber diebischer Angriff. Auf die beiden. Ne, auf die beiden. So, und du hast hoffentlich Donnerschlag? Ja, hast du. Roms. Adrenalinschub. Auf den, der eh gerade am kaputt gehen ist. So, letzte Welle. Geht jetzt zumindest wenigstens recht zügig. Will ich den tankigsten angreifen? Weil wir die anderen eh mit AOE klatschen. Ziel markieren. Von mir aus.
Ich krieg's einen schnellen Schlag ab hier unten. Und dann kriegt ihr beide den diebischen Angriff ab. Okay. Kriegst du noch einen durchbohrenden Angriff ab. Und dann. Und Donnerschlag. Und tschüss. So, das hat auch gut EP gegeben. Oh, lecker. Das hat richtig gut EP gegeben. Keine Ahnung, was hier alles ist, ey. Viel zu viel Stuff wieder. 13 Schaden reicht uns nicht. Boah, 36 plündern. Was hast du jetzt gerade? Hier. Du hast 22 plündern, aber dafür 20% extra Damage. Das ist einfach besser. Plus 13% Schaden. Dafür nur minus 11% Max Schild. Ist auf jeden Fall besser als der. Ja. Oh, tauschen wir gegen den. Das ist gut. Können wir direkt auch mal machen. Weg da. Ist schon wieder Initiative. So, und dann gehen wir hier auf Level up. Wir sind gleich auf Level 10. Ich hoffe, es geht dann noch weiter und wir können halt noch weiter freischalten. Mit dem erlittenen Treffer. Achso, das ist dieser Kampfrausch. Ja, machen wir doch. Initiative, Schadensresistenz und Nahkampfschaden. Initiative. 2 Initiative, 3 Schadensresistenz, 4% Nahkampfschaden. Ja. Was hast du so? Rotorkontrolle. Einheiten erhalten plus 10 Schadensresistenz und plus 10% Schaden. Oder lange durch Töten eines biologischen Feindes plus 20% Gesundheitsabsaugung und 5% der Max-Gesundheit als vorübergehende Gesundheit bis zum Kampfende. Brauchen wir nicht. Die ist eh so tanky und heilt sich so krass viel, dass wir eher hier. Ja, wir beschwören aber halt auch so gut wie gar nicht mehr, aber wir skillen einfach mal weiter. Keine Ahnung. So, was haben wir denn hier noch für Missionen? Da stand halt eben noch so 10 Missionen. Installiere den neu kalibrierten Chip in Wattham. Das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Und töte Lama, wo auch immer Lama ist. Lama, Lama, Ding Dong. Das ist Logomo. Dann können wir auf jeden Fall erstmal hier runterlaufen und dann noch ein bisschen Trümmer wegräumen. Laserstolpertraht. Und wir kassieren. Das ist immer das, was so richtig viel Damage macht. Noch mehr Druckplatten. Uff, wir gehen den Weg zurück, von dem wir gekommen sind. Weil noch so ein Ding und dann tut es uns richtig weh. Wir von irgendwem angegriffen hier. Staatsfeinde. Ich bin Staatsfeind Nummer 1. So, ihr solltet alle gestunt sein. Einer meint, die weichen aus wie so kleine Kachpern, die sie sind. Ja, dann heilen wir uns mal ein bisschen hoch. Aber wir sind eh energetisiert. Können wir hier so Roms. Und dann können wir eigentlich auch den Wachgeschützturm aufstellen, wenn wir das eh jetzt hochgeskillt haben. Hast du einen Donnerschlag hier? Und direkt nochmal. Okay. So, wie viel Damage machst du jetzt? Piu, piu, piu. Ausgewichen, ausgewichen, ausgewichen. 6, 1, ja. Ist da wirklich viel gebracht, hat das nicht. Aber die sind halt auch ziemlich gut gegen Shooting. Der ist einfach wieder voll F. Waffenwerkzeug. Plus 1 an Waffen, plus 5% Ausweichen. Nee. Das sind unsere Sachen, die wir haben, besser. Ja, komm schon, Kinder, ey. Warum müssen hier 10 Millionen Gegner überall rumlaufen? Ich werde dich entehren, alles klar. Da kann das mal dauern. Wenn hier irgendwer irgendwen entehrt, dann sind wir das, die euch entehren. Komm schon, den oberen. Betäubt und jetzt diebischer Angriff, keine Ahnung, auf die beiden. Das nochmal. Okay, dann keine Ahnung. Einfache Schlag auf den. Dann kannst du hier mit dem Donnerschlag. Tja.
weiter. In den Wahnsinn treiben. Lol, der hat seinen anderen Boy angegriffen. Okay. Keine Ahnung. Tschüss. Dann das kann einfach drauf holzen jetzt. Da passiert jetzt eh nicht mehr viel. Ey, wir kriegen so viel Loot, ne? Ich weiß gar nicht, wohin damit. Ah, unser Boy ist auch ein Level gestiegen jetzt. Stachelige Rüstung. Das ist eine Rüstung. Feinde, die den Bastler via Nahkampf angreifen, erleiden 4 Schaden. E336, was auch immer das heißt. Aber eine Rüstung ist geil. Eigene Einheit und Verbündete. Bis zu 2 Karten der Starthand können neu gezogen werden. Okay. Huh. Da bin ich eher für die Rüstung zu haben. Das ist wer? Ah, oh ja, das ist gut, dass der das kriegt. Der hat noch nicht so viel Rüstung. Zack. Also. Wenn das nochmal skillen, dann kriegt er gar keine extra Rüstung. Dann macht er einfach nur mehr Schaden zurück. Okay, so, bitte nicht da lang laufen. Ich denke, wir fliegen einmal kurz. Ach, das ist eh hier ganz woanders. Oh, wir haben das Dorf noch gar nicht gelootet. Und dass der da die ganze Zeit stehen bleibt, lässt mich denken, dass das dieser Lama ist, den wir noch suchen. Lama, Lama, Lama. Hohen Preis. Wir haben einfach viel zu viel Kohle. Jetzt gar nicht mehr damit. Wir haben viel zu viel Kohle und wir sind viel zu overpowered. Prozent ausweichen. Macht halt das Betäuben ein bisschen weiter runter. Dafür, dass wir besser ausweichen können und eine Rüstung kriegen, aber das Betäuben ist somit unsere beste Defensive auch. Okay, das ist nicht Lama. Dann fliegen wir zurück. Oh, unsere Energie ist auch ziemlich am Ausgehen. Jetzt müssen wir hier irgendwas. Der frisst jetzt gleich irgendwas. Von daher ist es mir eigentlich egal. Ach, hör doch auf auszuweichen. So, mal sehen, was er jetzt macht. Kleine Energiezelle erstmal verbraten, okay. Ist für mich in Ordnung. Müsste auch eigentlich reichen mit der kleinen Energiezelle. Weil wir auch schon. Okay. Auch kurz vorm Ende sind hier. Vor allem unser Inventar ist auch immer noch nicht voll, obwohl wir alles am Nehmen sind. Was nicht nied- und nagelfest ist. Viel zu viel Zeug. So, das nächste Mal, also ich habe jetzt einfach mal alles verkauft und das nächste Mal machen wir aber wieder, verbraten wir unsere Sachen wieder, um die, um was herzustellen. Kann weg, das kann weg. Ja, okay. Dann können wir hier unser Geld benutzen. So, kaufen. Hast du irgendwas Tolles? Ja, aber die von den Schrotdingern bin ich nicht überzeugt. 17 Schaden. Kann gar keiner von uns tragen. Kann immer noch keiner von uns tragen. Tja, okay. Dann halt nicht. Obwohl wir hier diese Aufräumkits. Was ist das? Das hier. Kann man mitnehmen, dann kostet uns das nicht zu viel Energie, da immer durch die Gegend zu laufen. Von dir haben wir alle Aufträge, da sind wir durch. Ja, dann
Gehen wir jetzt einfach mal zurück. Wir müssen einmal zurück zu der Konsole, um die Standortdaten zu kriegen. Und dann müssen wir einmal noch diesen Lama finden, wo immer der sein soll. Fliegen wir mal hier unten hin. So. Okay. Sklaventreiber. Wattman. Ah ja, zu Wattman müssen wir. Ach, komm schon, Kinder. Mit diesen scheiß Druckplatten. Ansprechen. Manu, hast du ihn schon? Hier ist dein Chip. Oh ja, ich fühle schon, wie er mein Gehirn beflügelt. Lass ihn mich eben einsetzen. Kleinen Moment noch. Na bitte, los geht's. Du wirst Zeuge eines dramatischen Persönlichkeitswandels. Musik erfüllt meine Ohren. Ich bin kreativ und stark. Leb wohl, Depression. Willkommen, Suppression. Hier hast du dir verdient. Trickst mich nochmal aus, Mr. Barhocker. Und was habe ich dafür jetzt bekommen? Doch, das war hier. Halte, erstatte Vizegouverneurbericht. Ach, wir haben die Standarddaten dafür bekommen. Okay, jetzt müssen wir nur noch Lama finden. Wo auch immer der ist. Das ist nicht Lama. Doch, das ist Lama. Dann fliegen wir mal dahin. Ich stand einfach direkt hier neben. Hi, Lama. Lama Spuk. Du triffst einen nervös wirkenden Piraten, den du als eines von Bennett Wasserzeulers ehemaligen Crewmitglieder identifizierst. Ich habe eine Nachricht von deinem Boss. Stirb. Nein, ich wollte das nicht. Bitte lass mich gehen. Das ist alles ein riesengroßes Missverständnis. Der Pirat nimmt Reißaus. Also du zielst auf den flüchtenden Feuerst. Dieser Schuss streckt den fliehenden Piraten zu Boden. Okay. Wo ist Bennett? Ist das hier Bennett? Nein. Oder doch? Der heißt halt einfach nur Sklaventreiber. Doch, ist der. Hast du sie getötet? Jeden einzelnen. Fantastisch. Jetzt, wo die Verräter tot sind, wird es Zeit, ein neues Dream Team zusammenzustellen. Ich würde ja fragen, ob du dich anschließen willst, aber hey, du bist einfach zu zäh. Ich brauche ein wenig Frischfleisch für den Fleischwolf. Hier ist eine kleine Anerkennung für deine herausragende Leistung. Wir sehen uns. Flinker Pfadfinder Psychocontroller. Alles klar. Damit sind wir jetzt quasi fertig mit Averon. Wir müssen nur noch dem Gouverneur Bericht erstatten. Das machen wir doch auch jetzt direkt. Gouverneur, Mr. Boy. Ich habe auf dem Averon-Wrack kein Anzeichen auf die Daten finden können. Das ist Pech. Glücklicherweise haben wir noch andere Hinweise, denen wir nachgehen können. Gibt es noch etwas? Zeit für mich zu gehen. Sehr gut. Denk immer dran, wieder zurückzukehren und von deinen Fortschritten zu berichten. Da haben wir 400 EP auch für bekommen. Okay. Wieder hier uns aufladen. Weil wir da in so eine komische Falle reingelaufen sind. Okay. Jetzt können wir einfach mal kurz gucken, was der uns so gegeben hat. Das war scheiße. Reizender, ätzender Knoten. Mod schwere Distanzwaffe bringt uns auch nichts. Und das ist Heilung im Inventar, ist auch scheiße. Alles klar. Hat's ja gelohnt. Dann schauen wir uns mal an. Wir haben noch drei komplette Schiffe zur Auswahl. Der Level 9er gibt uns auch schon keine Warnung mehr. Aber Level 7er ist das nächste, was kommt. Und wir sind schon Level 9. Ja. Auch mit allen mittlerweile Level 9. Der eine hinkte ja immer ein bisschen hinterher. Aber mittlerweile hat er ein bisschen aufgeholt. Gut, dann stürzen wir uns ins nächste Abenteuer in der nächsten Folge. Bis dann!